Der Sony UBP-X800M2 ist das Nachfolgemodell des UBP-X800. Den X800 habe ich in einem extra Video ausführlich vorgestellt. Ich kann das gerne nochmal verlinken. Heute geht es um den M2, um das Nachfolgemodell. Ich möchte aber auch ein bisschen nicht nur Augenmerk auf das Gerät selbst werfen, sondern auch ein bisschen mit dem Vorgänger, mit dem X800 vergleichen. Und das aus bestimmtem Grund, weil die Unterschiede ziemlich marginal sind. Und ja, darum geht es in diesem Video. Hallo, ich bin Joe Dominguez. Willkommen auf meinem Kanal zu einem weiteren Technik-Review heute mit dem Thema Sony UBP-X800 M2. Der Sony UHD-Player wird in dieser Schachtel hier ausgeliefert. Das sieht dann so aus. Da ist er sicher und stabil verpackt. Und es ist, wie es damals bei dem oder immer noch bei dem X800 ist, eine Bundle-Version mit Film. Da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und ansonsten steht dann hier außen schon mal alles drauf, was das Ding so hat und kann oder auch nicht. Im Lieferumfang finden wir dann entsprechend eine Fernbedienung, die passenden Batterien dazu und jede Menge Anleitung, jede Menge Handbuch. Was wir nicht im Lieferumfang finden, ist der außen beworbene Film. Während bei dem X800 der Film entsprechend beilag, also den gab es in verschiedenen Editionen, meiner ist zum Beispiel mit Spider-Man Homecoming, lag der Film mit der UHD-Version bei. Ist hier nur ein Zettel, wie man den Film bekommen kann. Man muss sich bei Sony registrieren, muss einen Kaufbeleg nachweisen und die Seriennummer des Geräts hinschicken und dann bekommt man diesen Film. Laut dem, was ich gelesen habe und Erfahrungswerte von anderen, dauert das ungefähr 3 Wochen, bis man das dann tatsächlich bekommt. Wenn man sich aber dieses Bild hier anschaut, da stehen zwar Freigaben drauf, 15 und 12 oder was das ist, aber da steht keine deutsche FSK-Freigabe drauf. Das machte mich schon stutzig. Und jetzt habe ich in einer anderen Rezension gelesen, die liefern tatsächlich den Film auf Englisch. Okay? Also man bekommt gar nicht eine deutsche Version von Bohemian Rhapsody, was natürlich interessant gewesen wäre. Das heißt, Zwangsregistrierung, Zwangsnachweis von Kauf und Seriennummer und dann bekommen wir das Ding nach 3 Wochen dann glücklich, glorreich in Englisch. Ich sage euch ganz ehrlich, Leute, ich habe darauf verzichtet. Und jetzt wollen wir uns kurz das äußere Erscheinungsbild des M2 im Gegensatz zum Vorgängermodell anschauen. Das stellt sich dann nämlich wie folgt dar. Also das ist der M2, kann man auch schön erkennen hier an dem Kleber, der da drauf ist, beziehungsweise steht auch auf der Rückseite, das zeige ich dann aber gleich, steht nämlich auch ganz groß das Modell drauf, dass es sich um den UBP-X800 M2 handelt. Während hier, so, es sich um den UBP-X800 handelt. Schauen wir uns die Geräte mal von vorne an. Da ist nicht allzu viel Unterschied zu sehen. Die sind im Design genau gleich. Es ist nach wie vor kein Display vorhanden. Hier vorne ist der gleichzeitige Schalter für An- und Aus- bzw. Lade öffnen und schließen. Und darunter ist der USB-Port, wie bei beiden Modellen. Nach wie vor ist es ein USB 2.0, kein 3.0, da hat sich nichts geändert. Das Design ist komplett gleich geblieben. Ob das ist diese glänzende, wunderschöne Front, hinter der sich die Schublade versteckt. Die Seiten sind ebenfalls gleich geblieben in diesem glänzend. Das ist wunderbar gemacht. Also da hat sich nichts geändert. Und wenn wir uns das jetzt mal ganz kurz von hinten anschauen. Von hinten stellt sich das dann folgendermaßen dar. Die sehen gleich aus. Das Netzkabel ist gleich lang, ist fest verbaut, das kann man nicht rausziehen. Die Anschlüsse sind exakt gleich wie vorher auch. Wir haben den LAN-Anschluss, wir haben den Coax-Anschluss fürs Digital-Out, wir haben zweimal HDMI, wobei der eine HDMI nur für den Tonausgang gedacht ist und der andere ganz normale HDMI-Out-Port mit 2.0 ist. Der auch HDCP 2.2 dann entsprechend unterstützt, der andere für Tonaus ist vermutlich nur 1.4. Ist aber egal, der Sinn oder die Aufbauweise ist genau die gleiche wie beim X800 auch und funktioniert auch genauso gut.
Wir haben also hier die gleiche Anschlussvielfalt wie beim Vorgänger X800 auch. Kein Unterschied. Jetzt stellt sich natürlich die Frage des Anschaffungssinns. Wenn ich doch ein X800 habe, wofür brauche ich denn? Wenn ich natürlich keinen X800 habe, klar, dann habe ich mit dem M2 das aktuellere Modell. Ja, inwieweit sich da im Innenleben großartig was verändert hat, also an der Bildqualität war es nicht festzumachen, keine Ahnung. Der hauptentscheidende Unterschied zwischen den beiden Geräten ist aber, dass der M2 in der Lage ist, Dolby Vision abzuspielen, dieses HDR-Format, dieses dynamische HDR-Format. Das kann der alte nicht. Ich habe jetzt leider kein Gerät zurzeit, mit dem ich Dolby Vision testen könnte. Das heißt, dieser Punkt an sich interessiert mich nicht. Ich habe mir das Gerät als Zweitgerät zugelegt, für einen anderen Raum, weil ich mit dem X800 sehr zufrieden bin. Und habe mir dann gedacht, gut, wenn ich mir den nochmal hole, dann hole ich mir gleich die neuere Version, dann bin ich auf dem aktuellen Stand. Nur um dann leider festzustellen, dass die Unterschiede, wie gesagt, also da hat sich ein bisschen was. Wir gucken uns das Ding gleich mal am Fernseher an, was sich geändert hat. Weil der Hauptbildschirm, der hat sich verändert. Es sind Sachen weggefallen. Das hat mich sehr gewundert und geärgert. Ohne dass da jetzt außer Dolby Vision großartig was dazugekommen wäre, ist zum Beispiel Miracast komplett weggefallen. Das kann der X800. Oder diese Funktion mit dem Grace Note. Das ist aber bei beiden weggefallen. Also der alte, der X800, macht das auch nicht. Das ist diese Online-CD-Datenbank, wenn man zum Beispiel MP3-Lieder spielt oder CD und ihm das gestattet. Und dann geht er ins Internet und holt sich die Informationen, die Tags und das Cover aus dieser Gracenote-Datenbank, aber aus irgendeinem Grund haben sie das ist weg. Ansonsten unterstützt er Bluetooth, genau wie der alte auch. Das ist für mich ein ausschlaggebender Grund für dieses Gerät. Das ist eine Seltenheit bei Blu-ray-Playern, dass sie überhaupt Bluetooth unterstützen. Ich betreibe die aber mit Bluetooth-Kopfhörern und Bluetooth-Lautsprechern gegebenenfalls. Ich schließe sie auch an eine Samsung Soundbar an, gerade wenn es um Dolby Atmos und sowas geht, aber ich betreibe die auch mit dem Projektor und in dem Raum, wo der Projektor steht, ist eben keine besonders gute Anlage, sondern betreibe ich das, um den Ton von dem Projektor ein bisschen zu verbessern, entweder mit Kopfhörer oder mit Bluetooth-Lautsprechern. Darum lege ich auf die Bluetooth-Funktionalität großen Wert. Das ist aber mein persönliches Gusto, das ist jetzt für jemand anders vielleicht kein ausschlaggebender Punkt. Was den Hauptbildschirm angeht, hat sich ein wenig was geändert. Ich demonstriere das gleich. Während bei dem X800 alle möglichen Apps zur Verfügung standen, man konnte auch beim X800 schon keine Apps manuell nachinstallieren. Das ging da schon nicht. Man musste mit den vorgegebenen Apps zurechtkommen und sich da raussuchen, was einem davon gefiel und was man brauchte und so weiter. Und hat dann seine Favoriten auf den Startbildschirm gelegt, zum Beispiel diese drei Funktionen für CD, USB, Heimnetz, beziehungsweise dann die Favoriten-Apps für, sagen wir mal, Netflix, YouTube und Amazon Prime Video. Das hat sich jetzt bei dem M2 komplett geändert. Der Hauptbildschirm, der ist sauber und aufgeräumt. Da gibt es genau drei Apps, die vorinstalliert sind, nämlich diese Möglichkeit, also CD auszuwählen, USB auszuwählen oder Heimnetz auszuwählen. Zunächst mal ist da sonst gar nichts. Dann, nach der ersten Installation, die wirklich sehr einfach ist, man muss einfach nur dem folgen, was da auf dem Bildschirm gefragt wird, Sprache, Land, LAN oder WLAN und so weiter, und dann ist das ruckzuck erledigt. Sobald das Ding online ist, bietet er ein Update an zur Version, die drauf ist, macht man ja. Nachdem das Update geschafft ist, dann werden erst diese Online-Dienste angeboten, diese Streaming-Dienste, nämlich ausschließlich Netflix, Prime und YouTube. Kein anderer, also kein MaxDome, kein Sky, kein irgendwas, keine Ahnung, was es sonst noch alles gibt. Ich benutze auch zum Glück nur diese drei. Und es gibt keine Möglichkeit, daran was zu ändern. Also man kann keine nachinstallieren, man kann aber auch keine löschen. Dafür sieht das alles sehr sauber und aufgeräumt aus. Was das Abspielen von USB, also über USB, also von, sagen wir mal, Stick oder angeschlossener Festplatte, beziehungsweise auch aus dem Heimnetz angeht, ist die abspielbare Dateivielfalt genauso umfangreich wie vorher auch. Da funktioniert alles, was Rang und Namen hat. Also ich habe eigentlich
Nicht viel gefunden, was nicht. Die ISO-Dateien gehen nicht. Okay, aber das war vorher schon so. Aber ansonsten alles von AVI über MPEG, MKV, das geht alles. Was nach wie vor nicht funktioniert, sind SRT-Untertitel, also selbst erstellte Untertitel beispielsweise. Die spielt er nach wie vor nicht ab. Da ist kein Unterschied zum Vorgänger. Ansonsten die Bildqualität ist tadellos, das Upscale funktioniert einwandfrei. Die Wiederholfrequenzanpassung bei Streaming-Medien, also Netflix, Amazon und YouTube, wird entsprechend angepasst, sodass da überhaupt kein Ruckeln oder irgendwas, wie es zum Beispiel, ich glaube, bei Panasonic wurde das bemängelt, ist überhaupt nicht der Fall. Ist mir auch nie aufgefallen, das machte der alte ja schon, das machte der neue ebenfalls sehr hervorragend. Das Upscale funktioniert tadellos, von DVD, Blu-ray, UHD braucht nicht hochskaliert werden. Das geht alles einwandfrei. Und dazu ist auch noch erwähnenswert, ich meine, beide haben ziemlich das gleiche Menü, das unterscheidet sich in wenigen einzelnen Punkten, wenn es zum Beispiel um Dolby Vision geht oder sowas, hat sich das Menü nicht großartig verändert. Es ist wie vorher auch recht einfach gehalten und unkompliziert einzurichten, auch für Laien, und ufert nicht so aus, hat nicht so viele Einstellmöglichkeiten wie zum Beispiel bei Panasonic, wo man dann wirklich bis aufs i-Tüpfelchen in die Details gehen kann und Einstellungen vornehmen kann. Aber muss ja auch gar nicht sein. Also ich kann dafür meine Verhältnisse absolut genug einstellen und bin vor allen Dingen mit der Qualität nach wie vor sehr zufrieden. Ich vermisse da nichts. Auch was die Lautstärke des Laufwerks angeht, beziehungsweise die Ladegeschwindigkeit, jetzt bei UHDs zum Beispiel, das ist ja gern ein bisschen aufwendig, nehmen sich beide Geräte nichts. Ich habe das getestet und gemessen, ich spiele das gleich mal ein. Das waren 35 Sekunden, die der alte Player gebraucht hat. Meiner Meinung nach 35 Sekunden, die der neue Player gebraucht hat. Es kann sein, dass der ein, zwei Sekunden schneller war, da muss ich nochmal genau ins Detail auf der Aufnahme schauen. Aber das ist ein Unterschied, der interessiert mich nicht. Das ist mir egal. Was die Laufwerksgeräusche angeht, wenn die UHD dann richtig läuft, ist einwandfrei. Da ist der alte 2 dB lauter als der neue, also von 37 geht der neue auf 35 runter. Interessiert mich ebenfalls nicht. Das ist im laufenden Betrieb auf jeden Fall nicht zu hören. Wenn der Film läuft und man sitzt und guckt den Film, hört man den Player nicht. Also, ob das jetzt 2 dB mehr oder weniger sind, ist mir egal. Noch ein letzter Blick auf die Fernbedienung. Das ist die alte vom X800, das ist die neue vom M2. Die sind exakt gleich. Da ist überhaupt kein Unterschied. Gar nichts. Ja. Ich habe dies noch eingepackt hier, aber exakt gleich. Und der neue lässt sich auch mit der alten Fernbedienung einwandfrei bedienen. Ja. Ist überhaupt kein Ding. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Heimbildschirm des M2. Man kann hier ganz deutlich sehen, wie aufgeräumt wurde. Es gibt oben nur noch diese drei Apps für CD, USB und Netzwerk. Dann da rechts noch die Einstellungen und unten drunter die drei Streamingdienste Netflix, Prime Video und YouTube, die aber erst, wie gesagt, nach dem ersten Update vorhanden sind. Wenn man die Erstinstallation hinter sich hat und das Update angeboten wird und dann wird das installiert. Und danach sind auch die drei Streamingdienste vorhanden. So, das, was wir hier sehen, kriegen wir und mehr ist es nicht. Man kann da nichts wegnehmen und auch nichts hinzutun. Wollen wir uns ganz kurz mal die Bildqualität anhand von YouTube angucken. Es geht ja darum, dass die Streamingdienste ruckelfrei laufen durch die 24p-Einstellung oder woran es liegt. Und so, selbstverständlich. Meinen Kanal. Und hier haben wir auch schon wunderbar das Video, was ich über den X800 gemacht habe. Also wer sich da nochmal im Detail informieren möchte, der darf das da gerne tun. Ich möchte nur auf was hinweisen, dass hier nämlich ruckel- und flimmerfrei alles einwandfrei dargestellt wird. Und wenn wir das uns über die Infotaste am Fernseher jetzt beispielsweise mal anschauen, dann sehen wir oben rechts, dass ein 2160p-Signal anliegt. Und genauso gut funktioniert das mit Netflix und Prime Video auch. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr im Detail darauf eingehen. Das habe ich mit dem anderen Player alles schon gemacht. Qualitative Unterschiede sind hier nicht zu sehen.
gehen wir noch mal kurz nach Hause. Legen wir eine Beispiel UHD ein, und zwar den Film The Big Lebowski. Einerseits geht es jetzt hier um die Laufwerksgeräusche, die nicht vorhanden sind. Des anderen geht es um die Ladezeit. Okay, der erkennt jetzt, dass es eine UHD ist. Auf Laufwerksgeräusche und Ladezeit gehe ich gleich nochmal kurz in den Vergleich ein. Da habe ich versucht, die Zeit zu ermitteln, genauso wie die Lautstärke. Das blende ich gleich nochmal kurz ein. Also es sind ungefähr 35 Sekunden, die das Ganze jetzt braucht, bis es geladen hat und bis schließlich das Universal-Logo auftaucht. Jetzt hier gleich an der Stelle. Achtung. Da, das meine ich. Okay. Noch hier können wir sehen, oh, Fokus, Kamera, please. Ah, danke. Können wir einwandfrei die Qualität sehen. Ich stelle das gleich nochmal ganz kurz in einem Vergleich zum X800 dar. So, damit das hier kein Copyright-Geraffel wieder hat. Zack, kurz mal auf Pause. Und auch hier sehen wir im Info, in der Info des TVs, dass 2160p anliegt, HDR BT 2020. Okay, das ist wunderbar. Das funktioniert mit USB und Netzwerk genauso. Das habe ich bei dem anderen Player vorgeführt. Ich spare mir das jetzt hier mal. Worauf ich noch kurz eingehen möchte, ist das Setup, was man hier machen kann. Das unterscheidet sich auch nicht großartig vom X800. Wie gesagt, Miracast ist weggefallen und der Grace Note ist auch weggefallen, aber bei beiden. Ansonsten haben wir hier die Suche nach einem Software-Update. Da gibt es aber im Moment nichts Aktuelles. Die Videoeinstellung, Toneinstellung, Bluetooth-Einstellung, was mir persönlich wichtig ist. Bei Videoeinstellung ist dann zum Beispiel auch dieser Punkt mit Dolby Vision, der ist selbstverständlich bei dem X800 nicht. Das ist hier aus. Ich kann es nicht nutzen. In der Bedienungsanleitung steht aber explizit drin, ist Dolby Vision aktiviert, funktioniert kein 3D. Muss man sich also vorher dann überlegen und entsprechend einstellen. Die Anzeigeart, ich habe es jetzt auf Fernsehgerät gesetzt. Normalerweise wähle ich hier den Projektor aus, also allzu viele Möglichkeiten gibt es da nicht. Und so, ne, zurück. Back. Die Ausgabe, Videoausgabeauflösung, 24p Ausgabe, das Upgrade, wie er sich verhalten soll, hier die RGB-Einstellungen, HDMI Deep Color aus oder an. Das ist alles nichts Neues. IP-Content-Nummer, 3D-Ausgabeeinstellung. Der erkennt automatisch hier die 3D-Größe. Ist jetzt auf mein Projektor eingestellt, auf 100 Zoll. Das müsste man selbstverständlich für diesen Fernseher anpassen. Dieser LG, mit dem wir hier gerade testen, kann aber kein 3D. Und normalerweise wird der Player an meinem Projektor betrieben. Das bleibt also alles. TV-Typ ist klar, Bildformat und so weiter und so weiter. Da hat sich nichts geändert. Das ist im X800 genauso, die Toneinstellungen ebenfalls hier, was die hochauflösenden Formate angeht, wie SACD oder Dolby DVD Audio. Das wird auch alles unterstützt. Dann kann man hier entsprechend die Ausgänge einstellen, Digitalausgabe, wie er sich verhalten soll, bei wenn der zweite HDMI-Ausgang verwendet wird, um direkt in einen Verstärker oder in eine Soundbar zu gehen. Wer die Umwandlung oder die Dekodierung übernehmen soll, der Blu-ray-Player oder die Soundbar, kann man hier alles wunderbar einstellen. Die Frequenzen, Dynamikbereich, Raumklang, das hat sich nichts geändert. Bluetooth-Einstellung hat sich ebenfalls nichts geändert. Wir sehen die Codecs, die aktiviert sind. Wir sehen die, also hier unten AAC und LDAC. Wir sehen hier die Geräteliste der angeschlossenen Geräte. Hier unten stellt man noch ein, ob man nur Bluetooth oder parallel HDMI-Ton ausgeben möchte. Das geht also auch, das war es auch nichts Neues. Bei den Geräten ist mir aufgefallen, dass ich benutze die gleichen Geräte an dem X800 und habe aber unterschiedliche Probleme. Der Jabra, also nur bei YouTube, ausschließlich bei YouTube, macht der Jabra Probleme beim X800, bei dem M2 überhaupt nicht. Im Gegensatz dazu wird der JBL Flip 4 bei YouTube von dem M2 überhaupt nicht angesprochen, kommt überhaupt kein Ton bei YouTube, sonst ja. Während beim normalen X800 der Flip 4 einwandfrei bei YouTube funktioniert.
Leophil macht nirgends Probleme und Captiva auch nicht. Alles wunderbar. Also. So, dann haben wir hier die Qualität, die Bluetooth-Ausgabe, genau. Hier die ganzen Einstellungen, Kindersicherung, Musikeinstellung, Systemeinstellung. Hier wäre, das sind die Einstellungen für die SACD und so weiter. Das nutze ich auch nicht, aber wer das braucht, Systemeinstellung, Netzwerk, Schnellkonfiguration und alles wieder zurücksetzen, wenn man sich mal verhaspelt hat. Der Punkt ist der, es sind die gleichen Einstellungen wie beim X800 auch. Sony-typisch ist es nicht zu vielfältig, aber es ist eigentlich alles da, was man braucht. Wer da mehr Details haben möchte zum Verändern und zum Einstellen und zum Rumspielen, der möge sich bitte an Panasonic wenden. Das hier ist ein Haufen Zeug, was man einstellen und was man nutzen kann. Mir persönlich reicht's. Ich habe damit ja alles im Griff, was mich so interessiert. Und das funktioniert tadellos beim M2 genauso wie beim Vorgänger, dem X800 ebenfalls. Und hier sind wir wieder im Heimbildschirm. Das sieht natürlich schön sauber und aufgeräumt aus, im Gegensatz zum X800. Im Fazit zum UBP X800 M2 möchte ich sagen, er ist ein genauso genialer Player wie der X800 auch, hat aber außer Dolby Vision meiner Meinung nach keinen nennenswerten Vorteil gegenüber dem Vorgänger. Wer auf der Suche nach einem wirklich Top-UHD-Player ist, UHD-BD-Player, dem sei der M2 wärmstens empfohlen, wenn er ihn zum günstigen Preis bekommt. Der liegt ja gern noch um die 300 bzw. drüber. Ich hatte ein Blitzangebot für 260 bekommen, also auch das ist möglich. Wer den X800 bereits hat, der braucht und nicht jetzt unbedingt Dolby Vision braucht, der kann bei dem X800 getrost bleiben. Der M2 ist jetzt nicht die neue Innovation, die es rechtfertigt, sich den Player zu holen und abzugraden, okay? Außer es geht vielleicht um Dolby Vision, aber ansonsten überhaupt nicht. Das war's für heute mit dieser kurzen Review des UBP X800 M2 von Sony. Ich bedanke mich für euer Interesse und für euer Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch, einen Kommentar, wie ihr das Gerät findet, wo ihr Vor- und Nachteile seht oder auch nicht. Und abonniert meinen Kanal. Wenn ihr noch Zeit und Lust habt, schaut euch auf meinem Video-Review-Kanal HVT, dem Home-Video-Talk, die neueste Videorezension an oder holt euch Tipps und Tricks rund ums Nähen auf dem Videokanal meiner Frau bei Tough and Tiny. Vielen Dank. Hier ist Joe Dominguez, Technik Reviews. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.